Heute bei Speedrandale ein richtiger Insider. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich muss echt mal was an der Grafik machen sonst oder nur neue Stühle kaufen. Ja, wir brauchen so automatische Stühle, die ganz kurz einen nach oben so heben. Das wäre. Ich finde das ja schön mit dem drüber gucken. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, man will ja auch sehen, wo die Zuschauer sind da draußen. Simon, schön, dass du da bist. Na, gut erholt. Für ja. Speedrun bereit. Und ich habe eben einen Cold Opener parat gehabt. Ich kam leider nicht dran, aber ich hätte gesagt. Mach ihn mal. Heute bei uns Speedruns von A bis Z. Oh. Aber das ist dumm, weil dann kommt man direkt zu unserem Gast des heutigen Tags. Aber du hast das Spiel mit reingebracht und das ist ja mindestens genauso wichtig. Aber Zed ist heute unser Speedrunner. Hier seht ihr unten noch seinen Twitch-Kanal. Du bist auch Teil von Zack 321. 321, einer von der Bagage sozusagen. Ja. Schön, dass du da bist erstmal. Trilogie. Hallo. Ja, hi, schön hier zu sein. Schön, dass ihr alle jetzt einmal da wart, oder? Hatten wir jetzt alle einmal von euch, also im Trio? Noch nicht ganz, aber einige von uns. Ich glaube, es sind wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr. Ich habe gedacht, ich bin immer davon ausgegangen, es sind nur drei, aber dann sind es wohl doch mehr. Ah, aber hau die Jungs gut. Ruhig alle rüber. Vielleicht teilen sich welche in der Nummer. Das kann natürlich auch sein. Ja, man no? Weiß es nicht. Heute bin ich die zwei. Zed, schön, dass du da bist. Wir können gerne noch mal, wie gesagt, darauf hinweisen. Wir hatten ja auch schon hier dann Thiefbug oder Heinki beispielsweise. 321 Zack war ein Speedrunning-Projekt, eine Gemeinschaft sozusagen von euch, wo ihr mal ein paar verschiedene Sachen ausprobiert habt, aber du kannst gerne das Projekt an sich noch mal vorstellen, wenn du magst. Ja, gerne. Also wir haben uns im deutschsprachigen Raum halt gedacht, wir wollen mal ein bisschen Content eben in deutscher Sprache zum Thema Speedrunning bereitstellen. Und wir sind alles Speedrunner, die international recht aktiv sind, haben auch einiges an Marathon-Erfahrungen und dachten uns, hey, wir kennen uns schon länger und gerade haben wir uns länger nicht mehr gesehen. Und deswegen, lass uns doch mal hier was probieren, auf die Beine zu stellen, gucken, wie es ankommt. Und es tatsächlich, die Leute haben es eigentlich ganz gut gefeiert bisher und es freut uns auch. Und wir haben einen YouTube-Kanal und einen Twitch-Kanal. Auf dem Twitch-Kanal machen wir regelmäßig Streams. Die gehen von Run-Showcases bis hin zu Reacts, zu Speedruns oder anderen Dingen. Und halt auf YouTube laden wir auch noch mal einige so Anleitungen zu Glitches oder Ähnliches hoch. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt doch mal vorbei und checkt die Kanäle aus. Ja, schaut gerne auch mal in die YouTube-Videobeschreibung rein. Da haben wir es noch mal direkt verlinkt für die Leute, die dann nicht selber eintippen können. Aber lass mal zum Tagesgeschäft übergehen. Simon hat die Einleitung für dich gemacht. Ich habe die Einleitung für das Spiel gemacht. Heute ist dran ein sehr schöner Cinematic Platformer. Ist schon ein bisschen her, dass er rausgekommen ist. Ich glaube, 2016? Ja, 2017? Ja. Irgendwie 2016? Sowas. 2016 sogar. Also das knapp ist ja unfassbar. 5 Jahre schon, ne? Das ist schon wieder so lange. Ich weiß noch genau, wie man sich nach Limbo drauf gefreut hat. Und dann kam es raus. Und dann haben wir das Spiel. Jetzt denkt man haben alle beim Ende uns gedacht, hä? Und jetzt ist es schon wieder 5 Jahre her. Es ist fast genauso lange her wie zwischen Inside und Limbo damals. Also wird bald Zeit mal wieder. Ja. Inside, sehr schöner Cinematic Platformer, der nicht nur Skill von einem abverlangt, sondern gerade für die Stimmung auch transportiert. Ne? Wie bist du denn dazu gekommen, den zu runnen? Ich war schon länger Teil auch von der Limbo Speedrunning Community und deswegen waren wir genau wie ihr jetzt gerade beschrieben habt, haben wir auch uns wahnsinnig gefreut, so, oh, wann kommt der nächste Playdate-Teil raus, das nächste Spiel, wie wird das wohl? Und eigentlich direkt so Day One, als es rauskam, haben wir jetzt alle erstmal casual durchgespielt, alle Achievements unlocked und danach sofort quasi die Running Strats uns angeschaut. Ich hab's erst, muss ich gestehen, hab's ein bisschen gerannt und dann habe ich nicht so viel von abverlangen können. Weil es doch recht, ich sag mal, es ist ja sehr cinematisch und deswegen auch teilweise recht zäh. Allerdings hat sich in dem letzten Jahr so viel noch mal in dem Spiel getan, dass es, glaube ich, noch mal ein paar Überraschungen heute für euch gibt, die mir hoffentlich auch gelingen werden zu zeigen. Da bin ich am meisten gespannt drauf. Sehr gespannt. Wir vergleichen es dann. Du hast es wahrscheinlich eh hier auf dem Sender gespielt, irgendwie Let's Plays oder so, oder? Ja, wir haben das auch. Ich habe das auch durchgespielt. Also, ich habe sogar Limbo mit meiner Mutter durchgespielt, aber Inside hat sie dann irgendwie nicht, war dann nichts mehr für sie. Aber, ja, also es ist wirklich für mich ein ganz toller Titel. Ich bin gespannt, weil ich ja weiß, dass der eigentlich mehr oder weniger behäbig von A nach B, nach C bis Z läuft, wie ihr das verkürzen wollt, wie ihr da noch irgendwie die passenden Minuten rausholen wollt. Da bin ich sehr gespannt. Ja, oder je nachdem, ob man was bei potenziellen Wartezeiten im Spiel vielleicht noch mal machen muss. Falls du vorher was erklären willst, dazu kannst du es gerne machen. Aber ich würde fast das so einschätzen, dass wir beim Spiel uns zu einem guten Teil auch so unterhalten können. Ne? Weil es gibt ja auch viel normale Laufwege. Ja.
Also trotz der vielen Skips, die es jetzt gibt, oder der einigen Skips, sage ich mal, wird es trotzdem noch einiges an Raum für Erklärungen geben. Also wegen mir können wir auch direkt einsteigen. Alles klar. Wenn wir dir zu viel quatschen, sag Bescheid. Ansonsten labern wir dir. Ja, genau. Dreh einfach ab. Wir verstehen die Message. Das macht die Regie auch immer. Ja, dann mach doch sonst gern einen Countdown und lass uns starten. Alles klar. Dann geht es los in 3, 2, 1, zack. So, das Spiel beginnt. Inside, ein atmosphärischer 2D-Plattformer. Also man könnte sagen, vom Grafikstil her 2,5D. Das heißt, wir bewegen uns auf einer zweidimensionalen Ebene von links nach rechts. Aber die Umgebung ist dreidimensional. Und das ist schon mal so ein Hinweis, den ich mal augenzwinkernd übergeben möchte. Weil, naja, wenn ein Spiel eigentlich in einer 3D-Engine ist, aber 2D gedacht ist, vielleicht finden wir da noch so ein paar kleine Tricks heraus, die nicht so sein sollen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ihr jetzt irgendwie in den Hintergrund wechselt oder so. Hm. Du musst jetzt konstant springen wahrscheinlich, weil das ein 2 Frames schneller ist oder so, ne? Ein bisschen mehr als 2 Frames. Die genaue Zeit kann ich dir leider nicht sagen, aber es gibt so einen bestimmten Rhythmus. Ich kann nicht einfach Bunny hoppen, also nicht einfach springen spammen, sondern ich muss quasi immer warten, wenn der irgendwo mit seinem Kopf vorne ist, dann mache ich den nächsten Sprung. Das ist so die schnellste Movement-Tech, die wir so haben. Hier muss ich einen Moment warten. Also es gibt eben viele von solchen Szenen, ja, die sehr cineastisch sind. Und da kann ich dann auch nicht weiter. Also passiert einige das? Von denen können da nicht überspringen. Bitte? Ja? Ich wollte dich ausreden lassen, sorry. Ich wollte nur fragen, gerade deshalb, weil es hier immer wieder diese Phasen gibt, diese erzwungenen Pausen, wo man oft sich einordnen muss. Und wenn du dann den Rhythmus verpasst, dann musst du noch mal extra warten. Passiert dir das noch, dass du einmal irgendwie den Einsatz verpasst bei einem von diesen Wartespielchen? Oder läuft das hundertprozentig und du sitzt eigentlich nur wie ein Hund so an der Startlinie und willst losrennen? Also, ich muss gestehen, ich bin jetzt kein Pro-Runner von dem Game. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Tausenden von Stunden. Aber man lernt dann schon mit der Zeit so die Visual Cues, wo man merkt, okay, ich weiß genau, wenn die Bewegung im Hintergrund passiert oder wenn dieser Teil dieses Element passiert hat, dann kann ich weitergehen. Hier kurz schon mal eine kleine Technik. Wenn ich im Wasser bin, die ersten 2 Schritte sind immer ein bisschen schneller als die nächsten. Also wenn ich mich immer zurück umdrehe und wieder hindrehe, dann gehe ich immer quasi die ersten schnellen 2 Schritte. Also da kommen die Hunde gar nicht hinterher. Ja, die drehen sich ja auch nicht immer um, nach 2 Schritten, die Hunde. Ja. Aber interessant, dass die ersten 2 Schritte schneller sind. Das wusste ich auch nicht. Das ist sehr interessant. Dass es vor allem auch funktioniert, wenn man schon im Wasser steht. Ja, also das ist bei den Playdate-Spielen auch wie Limbo, finde ich, sehr gut dargestellt. Die Entwickler geben sich sehr viel Mühe, dass das Spielgefühl einfach sehr toll ist. Und es fühlt sich auch, sag ich mal, gut an, wenn du ins Wasser gehst. Und dann wird es erstmal ein bisschen schneller und dann wird es langsamer. Das fühlt sich dann wie so eine simulierte Widerstand. Nicht Schwerkraft, sondern Widerstand, genau. Ja. Fühlt sich das an. Aber dass man das halt quasi auch exploiten kann, indem man sich umdreht, darauf kam sie nicht. So, jetzt haben wir hier eine Szene. Da verfolgt mich dieses Auto im Hintergrund und der Junge hat angefangen, automatisch zu rennen. Wenn das passiert, dann ist es schneller, einfach so nach rechts zu drücken und dann macht man keinen Sprungrhythmus mehr. Das passiert immer an gesetzten Punkten im Spiel. Erkennst du schon mittlerweile an den Dingen, die im Hintergrund passieren, wie schnell du bist, also ohne, dass du auf die Zeit guckst? Einfach, weil Dinge vorher ein bisschen, du weißt, diesmal bin ich rechts vom Baum und da passiert die Geschichte. Oder ist das so? Also ganz ohne einen Timer kann ich das nicht sagen, nee. Es gibt so manche Abschnitte, wo ich merke, hier, da gibt's einen Skip, der funktioniert nur, wenn ich recht weit vorne bin. Und dann weiß ich, meine Position ist gerade gut, ich könnte den Skip schaffen oder, das wird knapp. Sowas gibt's schon, aber es gibt's nicht, dass ich sagen kann, ich habe jetzt genau 1 Stunde und 1 Minute als gerade kurz vor Ende und ich weiß genau, wie lange es dauern wird. So ist es dann leider doch nicht. Das ist aber auch ein geiles Spiel. Jetzt, wenn ich das wieder sehe, das fängt wirklich an und reißt einen von Anfang an mit und bringt einen wirklich erstmal durch alle möglichen Szenarien. Das ist echt gut gemacht. Ich habe auch bis heute, ich nehme an, du hast alle Enden und alles Mögliche gesehen und alle Geheimnisse und weißt, wie das Ende zu interpretieren ist. Vielleicht wirst du dann am Ende noch was dazu erzählen. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich habe also alle Enden habe ich gespielt, ja, und es gibt auch derzeit ein großes Inside ARG, also Alternate Reality Game, glaube ich, ist ARG, wo es gibt so ein paar Hinweise, die Playdead in den letzten Jahren ins Internet gestreut hat, und da ist gerade eine Community dabei, quasi zu entschlüsseln, was das bedeutet. Man vermutet, das könnte auf das nächste Spiel hinweisen, was ja
sich aktiv in Entwicklung befindet und ist genau wie bei Inside. Lange wird nicht drüber gesprochen und plötzlich kommt's raus. Also ich denke, so wird es auch und es wird hoffentlich mindestens genauso gut. Fast erwarten bei den Entwicklern, die haben das Spiel schon seit 4 Jahren fertig, haben aber irgendwo einen USB-Stick versteckt und dann ein paar Geocaching, geben die Hinweise, bis es in 10 Jahren gefunden wird. Warten drauf, ja. So. Hier ist doch eigentlich irgendeine Geheimtür auch versteckt oder so, ne? Ja, genau, hier ist eine Geheimtür. Die brauchen wir jetzt allerdings im Any% Run nicht. Und in dieser Geheimtür, ein großer Spoiler, ist, wenn man alle anderen Geheimnisse gefunden hat, dann auch das Secret Ending. Das habe ich noch nicht gesehen. Das heißt also, die quasi, wenn du gespeichert hast nach dem Ende, dann merkt es sich, okay, jetzt kannst du diese Tür aufmachen. Oder wie ist es dann? Genau, ja, also die Tür kannst du schon vorher aufmachen, aber du kommst dann nicht zum finalen Ende, wo du dann hin musst, quasi zur neuen Endsequenz. Und das Lustige ist, wenn du die Endsequenz einmal machst, dann ist auch dein Fortschritt wieder resettet. Das heißt, du musst die ganzen Secrets wieder neu finden. Das ist ja gut. Hier gehen wir auf das. Ups. Nein. Dann da nach oben. Ups. Das sieht schon sehr flüssig aus bei dir. Das freut mich. Hoffentlich bleibt das so. So, ich muss jetzt hier die Küken reinlassen. Die Tiere in dem Spiel mögen die Spielfigur anscheinend und laufen immer hinterher. Ich dachte am Anfang, das wäre so ein Häcksler oder so. Ach so, dass du die Küken da reinschreibst. Ja, muss ich jetzt die Küken da in den Häcksler und hab mich erst so ein bisschen geweigert, aber die überleben ja alle. Aber du bist ja auch also nicht die deutsche Landwirtschaft. Ja, kann man gerade sagen. Ich sortiere ja nicht die männlichen und weiblichen Küken aus. Ist ja nicht mein Job. Ich habe auch erst gedacht, oh nein, aber es ist tatsächlich, muss man hier so eine Kükenkanone machen. Also, alle überleben tatsächlich leider nicht. Hier im Vordergrund sieht die man schlafen. Eins, hat's erwischt, aber die ansonsten schlafen. Alle anderen haben es tatsächlich gesund und munter überlebt. Es ist mir das Leben von 2, 3 kleinen Küken das wert, dass ich 5 Minuten mir eine andere Lösung überlegen muss? Nein! Nein! Raus mit den Küken, an mit der Maschine! Ja, man muss überleben. Er muss ja einfach, er muss schnell nach rechts. Das stimmt. So ist es. Sei denn, er kommt dann irgendwann in eine kleine Jungenkanone, um dann eine größere Kiste wegzuhauen. Kennt ihr noch Bobby geht nach Hause? Ja! Atari, im Grunde ist das die heutige Version von Bobby, der will nur nach Hause. Es ist schon. Ein Schulweg. Es ist schon. Das könnte ich übrigens Speedrun tatsächlich. Das habe ich, naja, Speedrun relativ, weil das ist nach 2 Minuten durch. 3 Bilder nur. Ja, ja, 8. Jedes Mal sind es 8. Okay. Aber da gibt es auch die Hühner, wo du rüberspringst. Ja, Z weiß wahrscheinlich eh gar nicht, wovon wir reden. Ist, wann sie rausgekommen? 1980. Bobby geht nach Hause fürs Atari 2600. Ja. Das Ur-Limbo, ja. Sozusagen. Ja. es gibt, glaube ich, jemanden, der hat Limbo einen Port oder eine Version gemacht für, ich weiß gar nicht, für Atari oder für irgendeine klassische Konsole, war mega cool. Das aber musst du mal angucken. Meine erste Konsole, war ein Super Nintendo. Geschickt, okay. So, und jetzt, wenn ich nach vorne über das Schwein springe, er rennt es schon durch die Wand und ich kann weiter. Also da ist quasi schon das Movement relativ relativ optimiert. Wieder das Hauptbild. Ja, ein bisschen Parasiten entfernen, ein bisschen eklig, aber so ist das Spiel etwas morbid. Es war genau getimt, wann du rüberspringst und wann du dich treffen lässt, ne? Genau, und hier ist jetzt eine neue Mechanik im Spiel. Wenn ich jetzt an diese Helme rangehe, dann kann ich diese Freaks, wie wir sie nennen, im Hintergrund quasi steuern. Das heißt, mein Input wird nicht mehr auf den Jungen übertragen, sondern die anderen Figuren. Ich muss halt quasi jetzt hier nutzen, damit wir hier weiterkommen. So. Jetzt herzlich willkommen bei Oddworld. Ja, oder? Sind wir gleich mit der Farm fertig. Der Regen hat aufgehört. Sehr schön. So. Ja, demnächst kommt dann auch schon der erste große Skip. Ich bin sehr... Ich hoffe, dass ich die alle ganz gut vorführen kann. Hier, schön narrativ auch designt. Wie man sieht im Hintergrund diese Schlange von den leblosen Leuten, da fragt man sich schon, was ist hier eigentlich, also was hat sich hier im Spiel auf sich? Ich habe mich mal mit ein paar von den Entwicklern von dem Spiel getroffen, weil ich in Malmö war, also die Entwickler sind in Kopenhagen. Und in Malmö war ich halt für ein Speedrunning-Event und ich bin mit einem der Entwickler recht gut in Kontakt und ich habe eben seine Solo-Spiele runne.
Und dann habe ich mich mal mit ein paar von Playdate-Leuten, waren wir in der Bar und haben uns unterhalten, habe ich gefragt, wisst ihr eigentlich, worüber eure Spiele gehen? Und haben sie gemeint, nee, das weiß nur unser Director, der sagt uns, was wir machen sollen. Und wir selbst wissen es auch nicht so genau. Also, es ist sehr schön. Das heißt, es ist sehr viel Spielraum für Interpretation, was da eigentlich abgeht in den Spielen. Das macht aber auch ein Director wahrscheinlich aus. Es kann ja durchaus sein, dass er selbst nicht weiß, worum es geht, aber er muss glaubhaft vermitteln. Nein, nein, ich weiß, worum es geht, du weißt es nicht. Ja, stimmt. So. Jetzt sind wir hier in so einer alten Lagerhalle. Wir müssen uns. Vorne gibt es ein kleines Puzzle. Ich muss jetzt hier rum, die muss ich verschieben und wir Hebel nach oben bringen. Jetzt eigentlich ist es gedacht, dass ich weiterlaufe über diese Planke, die ihr vielleicht vorhin gesehen habt, oder weiß nicht, ob man die sehen kann, oder schon gesehen konnte, runterspringen. Das mache ich aber nicht, denn jetzt kommt nämlich der erste neue Skip. Ich werde hier an die Wand gehen und spamme einfach nur, ich halte nach unten gedrückt auf der Taste und spamme nach rechts. Wenn ihr genau hinguckt, merkt ihr vielleicht. Geht immer tiefer, ne? Der Junge, genau, immer weiter nach vorne rutscht. In den Vordergrund. Das ist, weil die Animation so ein bisschen quasi die Z-Achse ausnutzt. Mhm. Und eigentlich ist es so, dass man dann nach so einer Animation dann weiterläuft und dann resettet man sich wieder in der Z-Position. Aber wenn man die Animation immer wieder nacheinander abspielt, dann passiert es eben, dass man im Hintergrund oder in den Vordergrund drückt. Und jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil okay, wenn ich jetzt zu schnell loslaufe, verliere ich meine Raumtiefe. Es geht ein bisschen schneller, aber ich bin ja ein bisschen vorsichtiger, damit es auch klappt. Weil. Ein Reverse Moonwalk. Oder? Mhm. Ich weiß nicht genau, was das jetzt ist. Ein aber Walk, meinst du? Einfach nur ein Walk ohne Walk. Silent Walk. Und jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind hinter der Leiter oder vor der Leiter vorbeigelaufen. Sind hier, haben jetzt ein Puzzle übersprungen und ja, können quasi direkt weiter in den nächsten Abschnitt. Also eigentlich war da noch so ein Puzzle, wo man wieder so Freaks mit dem Helm steuern muss. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Zeit du gespart hast oder wie lange das ungefähr geht? Bei dem Skip bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Der spart gar nicht so mega viel Zeit. Ich glaube, auch dadurch, für die Show, dass ich vorsichtig gemacht habe, hat es vielleicht nur ein paar Sekunden gespart. Aber ich glaube, wenn man es gut macht, kann der so 20, 30 Sekunden sparen. Bin mir jetzt da tatsächlich recht unsicher, wie viel der genau einspart. Aber das war schon eine sehr gute erste, ein guter Showcase, weil man direkt sieht, okay, das erwarte ich eigentlich, wenn ich hier sitze, dass irgendjemand was mit der 3D-Architektur macht und irgendwo durchploppt. Da hätte ich nicht gedacht, dass das so geht. Ja. Du hast das jetzt so, sag ich mal, 20 Mal versucht. Geht das quasi auch beim ersten Mal oder gehört das dazu, dass man sich so langsam durchgrindet? Nee, also man kann nicht einfach so direkt in den Vordergrund, man muss schon diese Animation mehrmals abspielen. Was schneller geht tatsächlich ist dieser, also als ich dann auf dem Boden stand und dann nach rechts gelaufen bin, da kann man auch ein bisschen schneller gehen. Ich bin mir da leider nicht so sicher, wie genau das Timing sein muss, dass ich meine Raumtiefe wieder verliere. Deswegen war ich hier dann ein bisschen wegen des Showcases ein bisschen vorsichtiger, aber also dieses nach vorne glitschen sozusagen, das ist da muss man so immer quasi mehrmals die Kletteranimation nacheinander abspielen. Dadurch, dass du die Ebene in der Z-Achse jetzt so forciert hast, ist fast schon auch so eine Meta-Aussage über das Spiel. Der Junge ist ja irgendwie gefangen und fliegt und jetzt flieht er aus der 2D-Ebene nach vorne. Das ist richtig gut. Du hast ihn extra befreit. Ein sehr guter Punkt, ja. So, hier ist jetzt tatsächlich einer von den Räumen, die ihr am Anfang erwähnt habt, wo man erst nach rechts muss und dann nach links. Ich habe mir die Zähne ausgebissen hier, als das Spiel mal draußen war, irgendwie einen Skip zu finden. Ich habe leider war ich erfolglos und auch die anderen Runner, die viel besser sind im Skips und Glitches finden als ich hier, hat leider niemand gefunden. Deswegen müssen wir nach dem Öffnen dieser Aufzugtür wieder nach links den Hebel umlegen, damit der Strom an ist, damit der Aufzug funktioniert. Aber jetzt haben wir hinten die Roboter, die nach uns mit den Schallenwerfern suchen. Und kann jetzt in den Aufzug. Wie aktiv ist denn die Inside-Running-Szene sozusagen? Gibt es da viele Leute, die da dran sitzen oder seid ihr eine kleine eingeschworene Gemeinde? Es gibt schon so ein paar Runs auf speedrun.com. Ich würde dran behaupten, so über 50 sein. Ich bin momentan, glaube ich, bei 36. Aber es gibt halt, also momentan ist halt wieder viel mehr los, weil wir neue Skips gefunden haben. Und wenn ich jetzt, wo ich mich konzentrieren muss, kommt wieder so ein, okay.
so eine Ebenenverschiebung. Und da muss ich ein bisschen gucken, weil wenn man das zu enthusiastisch macht, klettert man auch gesehen aus dem Fenster. Aber ich glaube, man sieht schon, dass ich mich auch nach vorne wieder bewege. Ich hoffe, dass es mir gelingt, weil das wäre nämlich sehr cool. Also ihr seht, ich gehe langsam immer nach vorne. Ja, im Schatten. Ich möchte vor dieses Blatt Papier, was da im Vordergrund ist. Jetzt hat sich die Wetteranimation einmal geändert. Die muss ich nochmal ändern, dass ich weiß, dass ich ungefähr richtig bin. Kann man auch schneller machen, aber ich bin hier sehr vorsichtig, weil man aus Versehen mit einem falschen Input den ganzen Progress quasi resetten kann. Ich möchte euch ja zeigen, was geht, ne? Ich glaube, langsam. Mach dein Atem los. Noch ein bisschen zur Sicherheit. Und jetzt muss ich hier wieder. Echt Billie Jean im Kopf, wenn ich das sehe. Total, ne? Mit seinen Schuhen auch. Die Socken und die Schuhe. Ja, hat geklappt. So, oh, und damit, es war zwar ein langes Setup, aber hiermit haben wir jetzt eine lange Autoscroller-Szene übersprungen. Hier wäre eigentlich ein Autoscroller, wo ich mich in der Schlange. In der Schlange hier lang muss. Aber hier kann ich jetzt einfach so normal entlang laufen. Und die ignorieren dich jetzt natürlich auch alle, okay. Genau, das ist denen jetzt völlig egal. Ich muss jetzt am Ende ein bisschen aufpassen, dass ich so spät wie möglich springe, weil sonst, weil ich nämlich jetzt nicht die Laufanimation habe. Also, Achtung. Jetzt. Okay, wir sind durch. Wunderbar. Also damit habe ich jetzt auch, ich weiß nicht auswendig, ich glaube schon eine Minute oder so müsste ich damit. Ich glaube, das ist der junge Johnny Knoxville. Wenn ich mir so angucke, was der hier alles macht und überlebt, wie fröhlich er einfach durch ein Fenster springt. Soll ich dann einfach noch irgendwelche Jackass-Musik drunter schneiden, wenn das passiert? Day. Und dann einfach zusammenschneiden, wie er hier irgendwie runterfällt. Zack, bam. Bring. Ich schneide das mal. Heute noch. Ja, hoffentlich bin ich nicht zu weit gefahren. Da sehen wir gleich. Hier ist ein Puzzle, wo man immer erst denkt, man nimmt die Kiste, um da zurück zum Helm zu kommen. Ah, bin schon recht weit weg. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, passt. Wunderbar. Super. So. Kannst du mit deinem weiteren Special-Wissen vielleicht beschreiben, was eigentlich diese Figuren sind, die du steuerst? Sind das Menschen, Roboter? Weißt du nicht, ne? Also genau kann ich es dir nicht sagen. Wie gesagt, nicht mal die Entwickler selbst wissen genau, was eigentlich da alles abgeht. Also ich vermute, es gibt schon so Hinweise dahin, dass es irgendwie Menschen oder menschenähnliche Wesen sind, die vielleicht auch herangezüchtet werden. Haben da diese Würmer irgendwas mit zu tun? Diese Würmer, die ja auch in Limbo relativ präsent sind, oder ist das eine... Ja. Wahrscheinlich schon tatsächlich, weil es in dem Spiel auch sehr viel, wie ihr jetzt auch gerade seht, mit diesem Helm wieder sehr viel um Gedankenkontrolle geht. Also kann ich mir schon vorstellen, dass die Würmer auch eine Rolle mitspielen, quasi mit Gedankenkontrolle von Lebewesen. Aber wirklich so genau, was ist, kann ich auch nicht. So, wenn man hier direkt hingeht, diese Holzplatten raus, die nach oben schwimmt, dann überlebt man das. Das ist nämlich sehr auch wieder, wir haben es ja am Anfang von Gamefeel gehabt, da hat Playdead auch wirklich drauf geguckt, wenn man im Wasser ist und nach unten taucht, also am Anfang des Spiels. Und dann, glaube ich, macht man so viermal so einen Würgreflex oder so einen und dann ertrinkt man. Allerdings, wenn man nach oben schwimmt, dann hat man deutlich länger Zeit, bevor man ertrinkt. Und das sind eben so die Sachen, die wir auch im Speedrunnen ausnutzen, die sich quasi im Spiel gut anfühlen. Also es fühlt sich fair an, wenn du denkst, ach, ich bin doch gerade nach oben geschwommen, warum ist er denn ertrunken? Aber für uns im Speedrun ist genau wichtig, ich kann das so und so timen, ich weiß genau, ich kann auch so lange nach links schwimmen oder nach unten und so weiter. Also es ist halt wieder so, sieht man das so, Integration von Gamefeel eben auch sehr stark im Speedrunning eine Rolle spielen und auch ein bisschen subversiv genutzt werden. Okay. Das ging jetzt auch schnell.
Ja, man hat dann irgendwann so seine Visual Cues, wo man dann genau weiß, hier muss ich, kann ich jetzt weiter. Also, ja, vor allen Dingen hat man ja manchmal auch Zeit in so einem Raum verbracht, bis um überhaupt auf die Lösung zu kommen, aber hier kommt man gar nicht schnell genug. Kann ich schnell genug gucken. Finde ich auch immer das Spannende an so Platforming-Puzzle-Speedruns, dass man eigentlich, man kann sagen, Leute, es sind Spoiler drin, aber es wird wahrscheinlich so schnell gehen, dass ihr euch gar nicht an alles erinnern könnt, was ich mache. Deswegen. Wenn es nur euch ich weiß aber, dass ich geht. Hier habe ich eine Weile gebraucht auch. Ich meine, du machst es jetzt gerade in leichtester Manier, aber ich weiß nicht, ob ich eine Weile gebraucht. So, wenn man hochklettert, ist es auch schneller, wenn man die Animation immer wieder quasi abbrecht und neu beginnen lässt. Also wie auch beim im Wasserlaufen am Anfang erklärt. So, ich spiele ja meistens mit Controller, wie gerade jetzt. Allerdings hier wechsle ich zu Keyboard. Es gibt manche Stellen, vor allem Speedrun, die sind einfacher mit dem Keyboard. Ich darf hier nicht ins Licht treten. Ich habe da jetzt diese Drehkurbel. Im Controller bedient man die Kurbel, indem man den Stick dreht. Im Keyboard allerdings muss man einfach nur halten und nach unten drücken. Und das ist viel, viel, viel einfacher, wie ihr euch vorstellen okay. könnt. Okay. Ja. Mach ich das so? Das war knapp, ja. Aber genau getimed. Sicher. Also war es nochmal rübergesprungen, um das jetzt zu triggern wahrscheinlich, ne? Dass es nicht kommt. Ja, also da kann man nicht in einem Zyklus durch, leider. Ja, dann muss man quasi diesen Lichtkegel triggern und dann kann man, muss man nochmal zurück und dann wieder hin. So, das Spiel arbeitet viel so mit quasi, es versucht dir vorzugaukeln, dass du weiter nach rechts kannst. Aber dann merkst du, du musst eigentlich. Oh. Das war. Ja, da habe ich Info-Fehler gemacht. Ah. Oh ja. Einmal nicht aufgepasst, dann passiert sowas. Aber gut, es ist nicht weiter tragisch. Naja, gut. Quatscht uns ja auch die ganze Zeit zu, also beziehungsweise wir fragen dich und so, deswegen ist es wirklich durchaus legitim, auch mal gecached zu werden. Ja, es ist dann, wenn man mit uns quasi speedrunnt, ist es so eine Schwierigkeitsgradstufe höher eigentlich, ne? Ja. Selbst wenn du auf normal spielst, spielst du jetzt auf hart. Nervenmodus an. Ja, aber es ist tatsächlich, finde ich, auch wichtig, was viele Speedrunner oft unterschätzen, wenn sie auf Marathons gehen. Wie wichtig es eigentlich ist, den Speedrun auch erklären zu können, während dass man ihn spielt. Und das ist was, das habe ich auch tatsächlich geübt, wo ich quasi ohne Publikum gerannt bin und versucht habe, mir vorzustellen, dass ihr gerade zuhört. So, hier wieder Kletteranimation einmal quasi kurz triggern, ist ein bisschen schneller, als wenn ich sie durchlaufen lassen würde. Kette. Gleich kommt einer der fiesesten Skips in Game. Ich werde einen kleinen Spoiler geben. Es ist wahrscheinlich, dass er mir nicht gelingt. Ich werde ihn trotzdem versuchen. Man hat genau einen Versuch, wenn er nicht klappt, dann kann man es zwar nochmal machen, aber das ist dann noch viel knapper, als es sowieso schon ist. Deswegen, also hier im Hintergrund sehen wir die Hunde, denen wir auch schon begegnet sind, die sich da irgendwie über einen Karkas hermachen oder was. Und jetzt aber hört man schon einen da bellen, der hat uns entdeckt und wird uns jetzt verfolgen gleich. Also wieder hier durch das Wasser hindurch. Da kommt er, ich kann das nicht weiter rennen. Ich muss erstmal, dass er ins Wasser kommt. So, und jetzt kann ich quasi von ihm wegrennen, weil sonst wäre rechts von mir, wäre Catchpot. So, ich probiere den Skip, aber mal gucken, was passiert. Meine Hände sind drin. Jetzt kommt der Zaun, ja, okay. Unmöglich. Okay, das klappt nicht. Okay, whatever. Also, es ist möglich, das Ding in einem Zug abzureißen. Und das Wunder einkriegen. Ja. Ich muss jetzt nochmal zurück, weil ich gemerkt habe, die erste Flanke, da habe ich schon viel zu lang für gebraucht. Das ist wahnsinnig präzise und wahnsinnig schwierig, das zu machen. Regie, könnt ihr bei uns den Ingame-Sound ein bisschen leiser machen, weil wir können es schwierig verstehen. Sorry, Dankeschön. Hier ist sehr dynamisch. genau, so da habe ich jetzt quasi den Skip versucht, aber war zu langsam. Es ist möglich, das Ganze, diese drei Planken quasi in einem Zug abzumachen. Aber da braucht man wahnsinnig schnelles Timing für und ist auch mit Tastatur einfacher als mit Controller. Haben Sie schon Runner-Controller mit kaputt gemacht mit dem Trick? Also. Zum Warten, dann nehme ich schon mal einen Schluck. Ach ja, jetzt kommt die U-Boot-Geschichte. Mhm, genau. Der ist vom Gym-Level. Ja?
Eigentlich sollte man denken, das wissen die einen doch eigentlich bemerken, aber es gibt dann so einen Timing-Trigger, wenn der vorbei ist. Kannst du einfach dich weiter bewegen. Genau, jetzt bin ich hier in diesem kleinen U-Boot und kann eben immer so Stöße machen, also aufladen und loslassen. Da war ich jetzt voll gegen die Wand gerast, war nicht beabsichtigt. Und benutze dieses auch einerseits für die Geschwindigkeit, andererseits halt auch für die intendierten Nutzungen, wie hier, um durch diese Holzplanken durchzukommen. Finde ich eine sehr, sehr schöne atmosphärische Szene, die eben dieses ganze Setting von Inside nochmal so richtig unterstreicht. Irgendwie, du bist so in so kalten Farben, ganz alleine, die Musik kommt, so mit so einem leichten Drone, richtig einsam verlassen. Das schätze ich ja nicht sehr. Auch eine jetzt, ganz tolle Szene, auf jeden Fall. Vom Eindruck, vom Narrativen, ein fantastisches Spiel. Ja. Abzu kann ich da auch empfehlen, das ist so ein bisschen mit Tauchen. Und da gibt es aber auch sehr viele geile Szenen, wo sie zurück und du siehst, okay, ich bin in diesem gigantischen Ozean mit Walen und allem und bin nur ein kleines Licht. Das hat auch ein paar sehr schöne. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen, ne? Ist nicht so gut auch und kurz. Ja. Aber das hat mir auch sehr gefallen. Ja. Was ich auch sehr gut finde, ist, glaube ich, auch sogar von einem deutschen Studio, ist das Spiel Far Lone Sails. Ach ja, ja, genau, ist von Deutschen, ja. Kommt ja der mit zweite Teil. Schiff kommt der zweite jetzt. Genau. Sehr empfehlenswert. Ja. Also das habe ich auch sehr genossen, das Spiel, ja. Es ist auch so, hat mich dann auch an Inside erinnert, eben von dieser Erzählweise eben auch sehr narratives Gameplay mit aber kleinen Puzzle-Elementen untermalt. Und das mag ich eigentlich am liebsten, wenn das Spiel so wenig Worte braucht, um dir trotzdem viel zu vermitteln. Ja. Und du eigentlich viel lernst dadurch, wie du die Puzzle löst und wie eben der Eindruck von der ganzen Szenerie ist. Mhm. Es ist definitiv auch eine Kunst, die Location, die Geschichte erzählen zu lassen. Also, da gehört mehr dazu, als jetzt nur ein paar kopflose Leichen im Hintergrund zu verteilen. Sondern schon irgendwie, das ist schon ein anderer Level. Ja, ich finde es sehr allgemein schön, dass in den letzten Jahren, seit Limbo natürlich, weil das auch so ein Erfolg war, die Cinematic-Plattformer wieder so ein bisschen zurückkommen, die auch ein bisschen mehr so aufs visuelle Storytelling setzen. Ich meine, wir, Simon, haben mit Another World und Flashback angefangen, ne? Und heute hast du sowas, selbst Little Nightmares kannst du ja auch mit dazu packen. Ja, stimmt, ja. Es gibt deutlich mehr. Ich muss gerade, jetzt fällt mir eins ein, weil du Another World gesagt hast. Das habe ich gestern gespielt für After Dark. Das kannst du dir auch mal angucken, Zed. Und zwar heißt das Eternal Castle. Das ist ein grafisch unglaublich hässliches, sehr reduziertes Spiel, was ein bisschen wirkt wie Amiga oder 286er mit emulierten Farben und so. Ganz hässlich, aber es hat halt mega sanfte, smooth Animationen, weil es auch so eine Art Another World ist, so ein schön durchanimierter Plattformer. Und dadurch, dass du aber halt so reduziert nur alles siehst, hat das einen ganz abgefahrenen Look und macht voll Bock. Guckt's euch mal an. Also, ich wette, das ist wie Eric Chahis, weiß ich, diese Aufnahmen von seinem Bruder für Another World. Für Prince of Persia war das, nein. Jordan Mechner. Genau, das Eric Chahi war Another World. Ja. Für Prince of Persia haben sie ja diese rotoskopischen Aufnahmen gemacht von seinem Bruder mit der Videokamera. Und das erinnert total an diese ganzen, an diese typischen Animationen irgendwie, die man so kennt. In diesen Spielen. Ja, hab ich gehört. Danke für die Empfehlung. Also, guck dir das mal an. Werde ich hier gerne mal einen Key besorgen oder so. So, hier war ein kleiner Jumpscare. Wird uns später noch ein bisschen verfolgen, diese gute Meerjungfrau. Ich fand die Steuerung von diesem U-Boot so geil. Also auch das fluppt so schön aus dem Wasser und alles. Dieses Durchstoßen macht Bock. Das war, was ich meinte. Also Playdead legt sehr viel Wert auf ein gutes Game-Feel. Und das, finde ich, merkt man auch bei ihren Spielen immer wieder. Es fühlt sich einfach, das Gesamterlebnis fühlt sich einfach gut an. Das heißt, dazu gehört Steuerung, Grafik, Animation und dann halt noch irgendwie das narrative Element dabei. Und das, finde ich, ist einfach auch schon eine Kunst, sowas zu beherrschen. Es gibt viele Spiele, wo ich denke, wow, da war die Story mega, aber irgendwie die Steuerung nicht so. Oder viele, da denke ich, klasse Platforming, aber irgendwie so berührt hat mich das jetzt vom Spiel nicht. Aber dann gibt es eben so ein paar wenige, wie eben Inside, wo ich denke, da stimmt einfach alles. Also, finde ich wirklich sehr gut gelungen vom Studio. Also momentan ist alles recht casual gerade wieder. Musst du jetzt hier den Button aktivieren, damit sich das Wasser senkt. Zurück zu meinem U-Boot. Ups. Tauchen. Und weiterfahren. So. Dieses Hopsen, ey, mit dem U-Boot.
Das muss ich durch die Tür rammen, weil da ist eine Holzlatte davor. Wir versperren. Hier haben wir wieder unsere Freundin. Die mag es nicht, angeleuchtet zu werden. Ist aber ein bisschen schneller als wir. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir rechtzeitig nach vorne kommen. So, jetzt bin ich hier drin und kann wieder das Ding. So, wunderbar. Wir haben sie ausgesperrt. Klasse. Was man, nicht, man oft als erstes macht, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, man nimmt sie mit in den Raum, will dann hier durchcrashen. Mm. Allerdings, wenn man dagegen stößt, geht das Licht aus und dann kann sie einen quasi fangen und das U-Boot kaputt machen. Alles passiert. Mehrfach. nicht nur dir. So. Jetzt kommen wir an einem Teil, der beim Speedrunning immer so ein bisschen ein Dorn im Auge war, weil das ist ein riesengroßes Rätsel, das jetzt kommt. In einer Fabrik. Auch ich finde von der Inszenierung wahnsinnig toll, weil sie sehr schön foreshadowed, also vorzeigt, eine Vorahnung davon gibt, was als nächstes kommt. Allerdings ist dieses Puzzle, hat sehr viel Backtracking, also man muss immer sehr viel hin und zurück, man muss die Leute sammeln. Schauen wir doch mal, ob sich da nicht inzwischen was Neues gefunden hat. So, bin ich hier in dieser verlassenen Fabrik. Sehr schön, man hört so im Hintergrund ganz leise, hört man diese Einschläge, die so ganz dumpf zu hören sind. So. Muss ich erstmal hier nach rechts und den ganzen Komplex den Strom anschalten. Und da ist hier so ein großer viereckiger Fläche ist da auf dem Boden. Es sieht schon sehr verdächtig aus. Schauen wir uns mal an, was es damit auf sich hat. Aber erstmal darf ich da nach unten fahren. So, hier. Hat nicht so viel zu tun. Nur ein bisschen abwarten. Das sind also die schlimmsten Momente im Speedrun, wo man einfach nur warten muss. Also du machst es auch wie die Jogger dann, die an der Ampel stehen. Man musste hier die Heartrate hochhalten, also noch mal ein bisschen auf der Stelle hin und her bewegen. Genau. So, und jetzt hier rechts sieht man ja schon im Bild, da ist wieder so ein Helm, an den ich mich dranhängen kann. Und das heißt, da möchte ich auch hin. Hier. Erstmal da ins Wasser hinein. Muss einen kurzen Zwischenstopp einlegen, sonst schaffe ich das nicht in einem. So, nochmal kurz Luft geholt und weiter geht's. Genau, so dieses Rätsel, ich glaube, wenn man es so schnell wie möglich macht, ohne Glitches, braucht man, ich glaube, so gute 10 Minuten für diesen ganzen Komplex. Das ist schon irgendwie eine Zeit, die nicht viel ist. Gucken, ob ich hier den One-Swing krieg. Ah, schade. Okay. Kann man auch in einem Schwung machen. Hat es bei mir nicht gereicht. Aber nicht weiter tragisch. So, also nochmal hier hin. Lass es mal safe, damit wir auch weiterkommen. Ups, rum. Also, statt hier jetzt direkt zu springen, hole ich mal nochmal einen extra Schwung, damit wir auch sicher und wohlbehalten hier rüberkommen. Jawohl. So, und jetzt bewege ich mich dahin zu dem Helm, den wir vorhin gesehen haben. Und möchte mich da jetzt dranhängen. Aber anscheinend ist das Kabel ein bisschen lose und wir fallen runter. Das ist alles bisher noch intendiert übrigens, also beabsichtigt, so soll das sein. Und diese Freaks, die laufen mir hinterher. Und wenn sie um mich rum sind, können sie mich quasi aufnehmen. Und ich kann sie, ich fahre schon zu weit links. Ich kann sie quasi dazu animieren, dass sie mich hochwerfen und mir eben mehr Sprung geben. Und das braucht man eigentlich hier, um dieses Rätsel zu lösen über die Fabrik. Jetzt müsste ich eigentlich, müsste ich ziemlich viel durch diesen ganzen Komplex herumlaufen und Leute finden. Aber wir sind Speedrunner, wir haben auf sowas keinen Bock. Wir haben das Spiel schon casual so oft durchgespielt, wir wollen noch gucken, was noch so sonst so geht. Und deswegen schauen wir doch mal, was gleich passiert. Und ich hoffe auch, dass ich es hinkriege, weil das ist ein bisschen, seht ihr ja dann. Das habe ich euch hoffentlich schon ganz gespannt gemacht.
So. Jetzt gehe ich wieder nach rechts dahin. Und das nochmal zum Zeigen, was da los ist. Hier ist ja diese Fläche. Und da muss ich eigentlich gedacht, dass ich mit so vielen Leuten da drauf gehe, dass die Zahl null wird. Also mit 20 Leuten insgesamt, inklusive mir selbst. Aber die alle zu kriegen, das dauert ziemlich lang. Was ich nämlich stattdessen mache, ist Folgendes. Ich mache eine Animation. Wenn man die immer wieder ausführt, geht man wieder ein Stückchen nach vorne auf der Z-Achse. Und die mache ich jetzt sehr, sehr oft. Das dauert extrem lange. Sorry. Ist aber tatsächlich schneller, als wenn man das Ganze casual macht. Und wir sind Speedrunner und wir wollen mal zeigen, was hier in dem Spiel noch so alles funktioniert. Deswegen werde ich auf jeden Fall gucken, dass es funktioniert. Also haben wir jetzt hier ein bisschen, ja. Zeit für Donations, ne? Genau, im Marathon wäre das jetzt so, genau. Sieht so ein bisschen aus, als ob er die ganze Zeit so dabben tut oder so. Hier, ne? Stimmt, ja. Ich beharre noch der Dinge, die da kommen und weiß noch nicht genau, was jetzt gleich passiert. Du gehst jetzt in diesen Schaltkasten, versuchst du dich rein zu glitschen? Oder? Ja gut, ich warte mal ab. Oder gehst du immer weiter in den Hintergrund? Ha. Ich frage mich dann immer, wie man auf sowas kommt. Ne? Also wie kommt man auf solche... Ja, du bist dahin. Bist du hinter der Maschine, ja. Okay. Ich wollte eigentlich nach vorne, aber ich bin nach hinten gerückt. Hast du richtig erkannt? Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Ach so. Vielleicht wiegen manche von den Freaks mehr, wenn sie vorne, weiter vorne sind oder so. Näher an der Kamera sind sie größer, also auch schwerer. Ja, klingt total logisch. Jetzt ist quasi ein Movement immer, also ich mache quasi immer dieses Umdrehen drauf und breche das ab kurz, bevor ich runterfalle. Und sobald ich runtergefallen bin, drehe ich mich in eine Richtung, wiederhole das Gleiche nochmal. Das machen wir jetzt ein paar Minuten lang. Also ist ein sehr schöner... Also das ist dann quasi sehr ähnlich, wie du es eigentlich an den am Fenstervorsprung oder so gemacht hast, dass du dich über die jetzt hier nach vorne wieder drängst, ja? Genau, ja. Weil was ich letzten Endes machen möchte, ist, ich möchte um diesen Knopf oder um diese Fläche auf dem Boden herumkommen, ohne sie zu aktivieren. Okay, aber dann geht ja die Tür trotzdem nicht auf. Genau, die Tür geht nicht auf, aber die Kollegen, die folgen mir dann und schauen wir dann, was dann passiert. Okay, ich wieder glitschen, ne? Wahrscheinlich vorne nochmal dann durch die nächste Wand glitschen. Ansonsten würden die Kollegen ja stehen bleiben da drauf, weil du sie ja alle auf der Fläche haben musst. Und würden dir nicht bis an die Tür folgen. So ist es. Deswegen muss ich hier erstmal wirklich ein paar Minuten mal weiter durchführen. Es hat was von hier, Leute helfen dir beim Umzug und versuchen die Couch am ehrigen Treppenhaus dann so runter. Warte mal, jetzt gehen wir so ein Stück nach unten. Greif mal bitte um. Andere Seite. Wie habt ihr das denn reinbekommen damals? Und irgendeiner kann schon nicht mehr. Oh Leute, ich kann nicht mehr. Wir müssen kurz absetzen. Mir fällt's gleich runter. Ja, ja. Und nachher gibt's nicht mal irgendeine labbrige Pizza für die hier. Bei den Umzügen, wo ich geholfen habe, waren tatsächlich eigentlich immer wurde für Verpflegung immerhin gesorgt, aber das schwere Couch-Schleppen, das kenne ich auch, ja. Mhm. Im sechsten Stock. Ja, wie, die haben wir zusammengeschraubt, als die Leute von Ikea sie hochgeschleppt haben in den sechsten Stock. Und jetzt möchten wir sie am Stück runterpacken. Ich weiß nicht. Eieiei. Aber das gehört so, ja? Also, so gehören tut's nicht, aber es dauert einfach nur lange. Genau, es dauert einfach lange. Wie gesagt, wir sparen trotzdem Zeit. Also es ist verrückt, wie viel man trotzdem noch spart. Aber könnte das jetzt auch schneller gehen oder ist das die maximale Geschwindigkeit sozusagen? Oh, du schaffst, du bist kurz davor, ne? Ich probier es, ob's schon knapp. Nein! Aber knapp! Ja, doch. Du geil. Ja, sieht gut aus. Solange sie nicht quasi sich versammeln auf der Mitte des Knopfes, ist alles gut. Aha, und jetzt? Aber, ja, und jetzt? Hier mache ich jetzt immer dasselbe Movement, immer quasi und gehe dadurch nach rechts und dadurch stelle ich sicher, dass ich nicht quasi wieder mich resette. Und jetzt muss ich eigentlich immer nur das Gleiche machen. Das sieht jetzt mega langweilig aus, was passiert. Aber ich kann gerade nicht viel mehr machen, außer immer weiter. Und wir lassen uns überraschen, was passiert und wann. Und ich verspreche, es ist schneller als casual. Noch mal so eine gute Minute.
Ja, aber das sind ja eben die Sachen, wo du immer gucken musst, was kann ich damit sparen? Man spielt ja auch nicht immer dann auf, oh, jetzt mache ich alle Rätsel mit. Das ist ja auch Any% die Kategorie und nicht alle Rätsel durch oder so. Es gibt ja auch den einen, ich glaube, Final Fantasy Speedrun auf dem NES, wo du das Spiel in 4 Minuten durchspielen kannst. Da musst du aber 3:50 davon eine Treppe hoch und runter gehen die ganze Zeit und dann glitschst du dich zum Ende. Ja. Die Kamera geht schon nach links, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Nicht mehr allzu lange dauern. Also in Practice habe ich es mehrmals gemacht und ich war auch immer überrascht, wie lang es dauert, aber es hat dann immer geklappt. Also es sollte eigentlich alles stimmen. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt gerade, weil das einer von den neuen Tricks ist, die ich auch erst im Rahmen des Showcases hier gelernt habe. Da muss ich nochmal einen großen Shoutout an die Inside-Community geben. Die also ist international natürlich, weil von so kleinen Games da gibt es nur sehr wenig Runner, deutschsprachig oder generell wenige, die einer einzigen Nationalität angehören. Und die Inside-Community hat sich da wirklich mir sehr geholfen, mich auf den neuesten Stand der Skips zu bringen und Tricks. Und genau, und deswegen kann ich euch so schöne Sachen wie das hier zeigen. Also ich muss einfach weitermachen. Irgendwann wird es klappen. Irgendwann sagt die Tür auch, ach, jetzt ist auch schon gut. Geh einfach durch. Ich denke auch, ja. Erfolgt durch Penetranz. Die denkt sich auch, ja. Soll ich jetzt hier die ganze Zeit zu sein? Ja. Egal, offensichtlich will er durch. Okay, ich sehe schon den Lautsprecher links. Das heißt, die Kamera bewegt sich. Das ist gut. Das heißt, wir machen Fortschritt. Aber das Krasse ist ja, dass das jemand ja versucht haben muss. Und auch an dieser Stelle war und ich überlegt habe, bringt das jetzt noch was? Unten ruft die Mutter, komm mal runter, ist Mittag! So, das Essen wird kalt. Moment, oh, nee, ich glitsch hier noch. Ich glitsch hier noch rum. Irgendwie hat sich jemand rausgefunden. Der Pastor hat gesagt, du sollst das nicht mal machen. Nein, glitschen! Glitschen. Ich nehme dir dein Glitschi gleich ab, wenn du nicht runterkommst. Dein Glitschi. Ja, ja. Müsste es noch gleich funktionieren. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten. Wir glauben es dir. Ja, ja. Solange sich die Kamera irgendwie bewegt, ist es gut. Aber was du gerade machst, ist dich hochtragen lassen und wieder runterfallen lassen. Oder diese eine Bewegung immer und immer wieder. Okay. Ich gucke nach links. Dann lasse ich mich hochtragen, drück nach oben und drück nach rechts. Das ist quasi eben diesen Stolperer wieder, also diesen Umdreh-Animation auf den Freaks da mache. Ganz. Nicht mehr allzu lange dauern. Die Spannung steigt. Bin selber ganz gespannt. Ich würde mir auch vorstellen, wenn du einmal diesen Trick quasi an einer Stelle gemacht hast, probiert man den, wo es nach Möglichkeit geht, überall mal aus, ne? Um zu sehen, was da passiert. So, und da sind wir durch. Okay, da ist er da. Einmal eine Sekunde nicht hingeguckt. Ja, durch. Nach 10 Minuten. Ja, krass. Genau. Wie gesagt, ansonsten hättest du ja noch mal rumlaufen müssen und insgesamt 19 von denen noch dazu holen sollen. So. Und das Lustige ist jetzt, eigentlich verlieren wir diesen Helm in dem Moment, wenn wir dieses Gebiet erreichen. Aber weil ich halt diesen Skip gemacht habe, ist die Animation nicht getriggert worden und ich habe den Helm weiter auf. Aber du kannst ihn wahrscheinlich gar nicht groß nutzen, oder? Nee, der bringt jetzt einfach nur noch grafisches Detail. Hier gibt's wieder einen sehr schwierigen Skip. Ich probiere ihn mal. Mal gucken, ob er mir gelingt. Okay, schade. Ah, zu gierig, zu schnell. Ah! Da hat's ihn aus dem Bild gehauen. Hat's die Soßen rausgehauen. Also das ist tatsächlich nicht in einem einzigen Zyklus da hoch, also ist zu schaffen. Jetzt die Casual-Strategie. Ja, hängt davon ab, wann diese Stöße kommen und wann du das Gerät da aktiviert hast, ne? Ja, ich muss quasi diese Schockwellen versuchen abzuwehren mit diesem Schild dahinter mir. Und man kann das, also gerade eben habt ihr gesehen, ich musste oben warten und es geht tatsächlich, das Ganze in einem einzigen durchzumachen, aber das ist sehr präzise und auch sehr schwer, deswegen, naja, bin ich jetzt auch nicht traurig, dass es nicht geklappt hat, aber ihr könnt euch es vielleicht vorstellen, wie präzise das ist. Es ist auch faszinierend, wie die Entwickler es geschafft haben, mit
diesem simplen Prinzip eigentlich immer wieder halt auch neue Aufgaben zu kreieren. Also, dass diese Druckwelle kommt, die generiert ja plötzlich ein völlig, völlig neues Set an Puzzlen, ne, die man dann irgendwie nutzen kann. Aber irgendwie machen die das so, dass man das so gar nicht, man muss nicht neuen Shit lernen dafür, sondern du erkennst automatisch, was zu tun ist. Das ist schon irgendwie gut gemacht, wirklich gut gemacht. Ich frag mich nur, was das immer soll. Also, was ist das für eine Technik, die einfach dafür sorgt, dass das alles im Umkreis kaputt geht? Das ist doch nicht langfristig gedacht. Ja, wer weiß, was da los war. Vielleicht ist das eine Maschine, die du ab und zu mal anmachst, aber das Problem ist, der An- und Ausschalter ist dann ganz hinten, alle Leute sind nach vorne gepustet worden. Ja, wahrscheinlich brauchen sie dafür auch die ganzen Puppen, sag ich jetzt mal, dass irgendjemand quasi die Arbeit machen kann. Guck mal, was hier rumfliegt. Allein, dass du, das ist wirklich. Schraub die Dinge doch mal an. Ja, also man weiß jetzt nicht genau, was hier die Welt auf sich hat. Ich habe das Gefühl, die haben viele Sachen gebaut, die sie mal gebraucht haben, dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Sehr schön hier die Musik und die Lampe. Der Ton von der Lampe, die gerade angegangen ist, ist in der Tonart der Musik. Kleiner Fun Fact für Audio für viele Leute. So, und jetzt eigentlich muss ich jetzt hier in den Aufzug rein, um eine Katze zu triggern, aber da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich wieder unseren Freund die Skeleton-Animation. Mut zur Lücke. Und ich hoffe, es gelingt mir. Es gibt da noch eine. Diese Strat ist schon länger bekannt, aber die wurde letztens noch mal mehr optimiert. Und dann gucke ich mal ab jetzt. Also jetzt arbeitest du dich aber nach oben statt nach vorne, genau, also nach hinten. Genau, aber so sichtig. Machst du dazu eine andere Bewegung als vier nach vorne oder ist das kontextabhängig immer? Was? Was ist jetzt hier passiert? Plötzlich Kamera. Oh, es gehört, es gehört wohl so. Okay. Ja. Ah, da. Ja, wow. Ich hab's lange nach oben gedrückt, hätte ein bisschen geduldiger sein müssen. Ja, schade. Eigentlich kann man dann hier quasi so in den Raum reinfallen. Ist gerade nicht gelungen. Ich habe auch meinen schönen Helm verloren. Wir sehen das Ende der Cutscene nochmal. Die ich eigentlich übersprungen wollte, aber trotzdem habe ich einiges gespart, glaube ich. So, genau. Dann gehen wir da rein. Mögliche Wasserphysik übrigens. Und das Schöne ist, weil ich diesen Skip im Aufzug gemacht habe, ist diese Musik im Hintergrund immer noch zu hören. Also eigentlich werde ich jetzt nicht mehr da. Ich muss wieder diesen Jet aktivieren. Also diese Boxen, die kann man einmal aktivieren, dann laden die sich auf und dann machen die so einen Jet nach oben. So. Und hier wäre ich eigentlich rausgekommen gerade eben. Ich war leider zu weit oben, deswegen hat mich der Fall Damage gekillt. Okay. Aber ich denke, ihr konntet euch denken, was hätte passieren sollen. So. Mal da nach vorne. Dadurch, jawohl, easy. Boah. So. Obwohl man weiß, dass es aufeinander getimt ist, atmet man trotzdem ein bisschen schärfer ein. Mhm. So. Wieder ein bisschen ruhiger. Ups, und die Falltür. Erst diesen, dann den, jetzt sogar auf den. Dann nach oben gehen und jetzt warten, bis genug ist. Falter aktivieren, runtergehen. Das ist die Casual-Methode. Anders geht's. Brüssel bis jetzt noch nicht. Vielleicht, weiß ich, vielleicht finden wir irgendwann eine Methode, wie man diese Boxen überladen kann, sodass sie einfach viel höher katapultierten, als sie sollen. Würde, glaube ich, in einigen Stellen einen ganz falsch sparen, wenn ich so drüber nachdenke. Also Leute, wenn ihr Bock habt, einen Skip zu finden für Limbo, für Inside, dann nur her damit. So, jetzt kommt eine Szene, da habe ich ein bisschen Schiss vor, weil die ist, ich glaube, ich hab's schon verkackt wahrscheinlich. Mal gucken, was passiert. Also hier gibt es nämlich noch einen Skip. Wie weit ist er? Das könnte funktionieren. Hier ist wieder unsere Freundin, die Meerjungfrau. Und okay, es könnte klappen. Mal schauen. Ich probiere es auf jeden Fall mal. Hier gibt es einen Skip zum Ende der. Ups, dieser Section. Hier ein kleiner Animationstrick. Aha. Okay, ein bisschen früh gesprungen. Im Spiel gibt es auch die sogenannten Coyote Jumps. Also, das ist in 2D-Plattformern oft ein Terminus, der benutzt wird. Wenn man über eine Plattform rüberläuft, dann hat man noch ein paar Frames in der Luftzeit zu springen. Das ist so eine Technik, die Game Designer oft benutzen, weil sie es einfach dem Game Feel sehr,
Also es tut einfach dem Game viel so viel dazu bringen, wenn sie es quasi, es fühlt sich fairer an, wenn du noch mehr Zeit hast zum Springen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schlecht gewesen im Setup. Also, ich probiere mal den Skip, mal gucken, ob es mir gelingt. So. Ah, jawohl, hat geklappt. Huhu. Wow. Sehr schön. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das klappt. Sehr knapp. Eigentlich muss man noch so diese Kette nehmen, sich mit der Kette übers Wasser hin die Füße reinhalten, die Meerjungfrau wieder nach links locken und so weiter. Aber ich habe das jetzt hier in einem Zuge geschafft mit dem Wissen. Sogar der Sprung zu gelingen. Wunderbar. Genau, es ist der Chainscape. Ist immer ein bisschen aufregend, aber war ich jetzt doch irgendwie ganz froh, dass das sofort gelungen ist. Yay. So, jetzt. Kommt noch mal eine Szene. So, da werde ich gleich sagen, hier gibt es einen Skip, den werde ich aber gar nicht erst versuchen, euch zu zeigen, weil er so verdammt knapp ist und ich den auch nie geschafft habe und gar nicht weiß, wie man den richtig das Setup macht. Und das ist auch, glaube ich, nur ein einziger, der total krass gute Inside-Runner von uns jemals gemacht hat. Oder vielleicht zwei, drei. Deswegen mache ich es casual. Ich bin hier runter und aktiviere den Knopf. Ihr könnt es euch schon denken, es ist möglich, in einem Zug den Knopf zu aktivieren, zu deaktivieren und durch die Tür zu schwimmen. Habe ich euch jetzt hier gespoilert. Ich kann das leider nicht demonstrieren. Ihr könnt es euch aber bestimmt vorstellen, wie knapp das ist. Ich mache es casual, habe jetzt nochmal diese The Grudge, nennen die Entwickler das, also quasi von dem Film inspiriert, der Name, nach rechts gelockt, damit ich hier mehr Zeit habe und schwimme, wie auch vorhin, Knopf vorbei, aktiviere den und durch die Tür durch. Ist jetzt nicht so schlimm, dass es nicht geklappt hat oder dass ich das nicht demonstrieren kann. So, jetzt wiegen wir uns erstmal in Sicherheit und denken endlich raus aus dem Wasser und gehen da hoch. Diese Kette. Aber, oh nein! Das Ding ist kaputt gegangen und jetzt werden wir trotzdem nach unten gezogen. Und alles eine sehr lange unskippable Cutscene startet. Also alles umsonst. Dann. Reset. Oder wenn man die Cutscene irgendwie skippen kann, wäre cool, aber ist mir nicht bekannt. Es wird natürlich so einem gerade bildstarken Spiel dann entgegenwirken, wenn da steht jetzt Press X to skip oder so. Ja. Also die Cutscene dauert echt, glaube ich, eine Minute 20 oder sowas, also ist wirklich sehr, sehr lang. Ich hatte einmal so einen Marathon gemacht, wo ich die vier Spiele, wo einer von den Entwicklern von dem Team beteiligt war, am Stück durchgespielt habe oder durchgespeedrunnt. Und bei der Pause habe ich tatsächlich meine Toilettenpause gemacht, weil es lang genug war, dass ich mal kurz aufs Klo springen konnte. Ja. So, jetzt, man denkt erst, die wollte einen umbringen, aber sie steckt irgendwie ein Kabel in den Jungen, was irgendwie mysteriös ist, dass das so einfach geht und naja, die Katze spielt weiter. Und sehr schön wieder, man sieht, die Tiere sind, die mögen unsere Spielfigur auch sehr. Ja, die haben Hunger. Die warten nur, bis es weicher wird. Bei der Collector's Edition, die wahnsinnig teuer war, die ich mir gar nicht hätte bestellen sollen, war das dabei, eine kleine Figur von Jungen von Inside. Nun gut, so, wir sinken auf den Grund dieses Komplexes hinab. Wimmern sich um uns. Und jetzt mit dem Boden. Und auf einmal wacht der Junge wieder auf, versucht zu atmen und merkt, er braucht es gar nicht mehr. So. Und jetzt haben wir quasi die Fähigkeit freigeschaltet, unter Wasser atmen zu können oder halt nicht mehr Luft holen müssen. Sagen für die Zuschauer da draußen, das ist ein Spiel. Das funktioniert eigentlich nicht so, wenn ihr dann sagt, ich bin über die Grenze rüber, jetzt kann ich unter Wasser atmen. Ja, vor allen Dingen nicht mit dem Stromkabel ins Wasser springen. Das sind schon mal die wichtigsten Grundlagen. Ja. Ich halte fest und ab in die Badewanne. Ihr kommt gar nicht dazu, das auszuprobieren, also, wenn ihr das so macht. Don't try this at home, it's a game. Finde ich sehr schön im Hintergrund, eine meiner Lieblingsstellen, wo auf einmal hier so ein Wesen aus dem
und der Gunther im Labor irgendwie nach vorne kommt. Das sind aber diese Environmental Storytelling Elemente, die ich so sehr liebe an Spielen wie Inside. Ja. Einzige Mal, wenn ihr unter Wasser atmen könnt, dann wisst ihr, dass ihr träumt. Das ist ein Reality-Check. Aber drauf ankommen lassen sollte man es nicht. So. Gibt auch hier wieder einen Skip. Ich habe das Setup leider ein bisschen vermasselt. Aber mal gucken, könnte trotzdem die Dinge schauen. Wenn man jetzt hier vor dieser Öffnung bin, ich mich hier recht zentral platziere. Oh Mist. Oh, okay, das sieht nicht gut aus. Probieren wir es einfach mal. Oh, ja. Ah, doch, hat geklappt, wunderbar. Haha, wir kommen in einem durchschwimmen, wenn man es richtig macht. Eigentlich muss man sich in der Mitte nochmal an diesem Griff, an dem roten Griff, an dem ich vorhin vorbeigeschwommen bin, nochmal festhalten. Aber haben wir jetzt nicht gebraucht, weil wir einen Uncycled Turbine Skip gemacht haben. Huhu. So, jetzt bin ich wieder in hüfthohem Wasser, wie gehabt. Den Trick mit einmal kurz umdrehen, sobald die ersten schnelleren Frames vorbei sind. Wird hier wieder angewendet. Wenn man hier runter taucht, dann findet man ein Secret. Das brauchen wir aber nicht, weil wir nämlich Any% Run und nicht 100% oder All Orbs, wie es heißt. So, und hier ist wieder eins von diesen Suchscheinwerfern, der mich vorhin auch erwischt hat. Da möchte ich ja diesmal vermeiden. Deswegen brauche ich diese Plattform, die Sicht zwischen dem Licht und mir sperrt. Kurbel das wieder mit Tastatur. Wie gehabt, ist einfacher als mit Controller. Also Controller irgendwie Stick drehen ist schwieriger als einfach nur nach unten drücken. Also wenn ich alles richtig gemacht habe, ist mal gucken. Probier's mal. Ah, war ganz knapp. Also, knapp. Das war jetzt aber wirklich, du wolltest es wissen. Ja, man kriegt das in einem hin. War jetzt leider zu knapp. Wie viel darfst du denn schon so an Millimetern im Licht sein, bevor es zugreift? Also ein bisschen, denke ich mal, hast du so einen leichten Spielrahmen, ne? Ja, es ist wieder, also die Entwickler, wie gesagt, die sind eigentlich sehr fair gegenüber dem Spieler. Also es gibt schon so ein paar Pixel, wo man sich auch im Licht stellen kann, ohne dass man, hier zum Beispiel siehst du, das Licht hat mich berührt, oder hat mich nicht geschossen. Also es gibt quasi da schon so einen kleinen Toleranzbereich, aber natürlich gut ist er nicht. Genau, also ich habe es hier versucht vorhin mit einem Zuge direkt hochzuklettern rüber, hat knapp nicht geschafft. Wir wollen es nicht nochmal riskieren, gefangen zu werden, deswegen mache ich jetzt Casual ganz einfach. Zack, war jetzt auch nicht so viel langsamer. So, und wir bewegen uns wieder in alten Hallen. Wassertank, dass wir jetzt unter Wasser atmen können. Und so langsam jetzt immer unheimlicher, wo wir uns jetzt hier hinbewegen, weil es wird immer industrieller und merkwürdiger. Vor allem hier ist das Wasser an der Decke. Was ist das für eine Gravitation? Spoiler, ich weiß es nicht, aber es sieht sehr schön aus. Gehe ich jetzt da nach unten. Hier entlang. Ich brauche diese Dead-Kiste wieder. Die habe ich mir mal eben hier gesnackt. Mich rüber, aber aktivieren. Und jetzt kommt die hier rüber zu mir, wo ich sie brauche. Wunderbar. Gehe ich sie weiter. Aktivieren. Und in den Lichtkegel. Das ist ja kein richtiger Kegel, ist eher ein viereckiger Lichtschein. Jetzt zurück, wird eine Tür geöffnet und wir sind wieder da, wo wir vorhin reingeplatscht sind, in einem großen Wasserbehälter. Mit dem Unterschied, dass jetzt, wenn ich hier nach rechts gehe, die Box auch da ist, die ich da vorhin hochgeschickt habe. Da sehen wir sie. Okay, wunderbar.
geht in das Wasser, was so verdächtig an der Decke rumschwirrt. Ja, ein Element entfernt. Andere auf der anderen Seite, rüberschwimmen. Das finde ich einfach so wahnsinnig toll. Also du bist in diesem bläulich kalten Licht. Du hast das Wasser, wo irgendwie Kreaturen drin hängen und es kommt dieser Drone-Sound im Hintergrund. Also so toll, wie das Spiel die Atmosphäre schafft. Und jetzt im nächsten Raum. Das ist einfach so ein kleines Element, aber es ist nee, Quatsch, noch gar nicht der nächste. Er dauert noch. Ah, im nächsten Raum haben wir was anderes Cooles. Okay. So. Genau, hier, jetzt. Diese Fabrikhalle, wo wir irgendwie diese im Käfig sich befindenden Menschen oder menschenähnliche Wesen sind da drin. Ich brauche diese Kiste und ziehe die deswegen mit. Aber in dem Moment, wenn ich jetzt hier nach rechts gehe, geht. Oh nein, zack, die Tür geht auf. Die Leute kommen durch. Jetzt muss ich mich verstecken, weil sonst bemerken die mich, dass die Kiste sich bewegt. Ich muss hier ausharren. Finde ich auch interessant, dass das hier nicht jetzt einfach Arbeiter sind, sondern dass das hier offensichtlich ein Kind ist mit dem Vater oder so. Das ist alles komisch, ja, ne? Irgendwie, das ist, als hätten sie bei jeder einzelnen Sache überlegt, wie können wir sie noch ein bisschen weirder machen? Schau's dir an, Junge. Ja, so, lernen. Ne? Es ist das so taktisch, hier bringt hier Kind zum Arbeitstag. Und dann guckt das Kind dabei zu, wie sie so einen Käfig aus, ja, was auch immer, Drohnen irgendwie so transportieren. Das ist alles schon mega spannend. Oder vielleicht auch Vater mit Kind hat neue Drohnen gekauft. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ja, vielleicht ist das ja eine ganz normale. Ich nehme die 5. Ja, die reichen noch für 2 Tage. Ja. Genau. So, hier, wenn ich das Wasser nach unten lasse, geht die Tür. Ich brauch's gar nicht. Geht die Tür zu. Deswegen gehe ich jetzt hier hoch. Wuppdiwupp. Na, greif bitte. Okay. Finde ich auch sehr toll. Also gerade vom Sounddesign hier drin ist alles so ein bisschen dumpf. Die ganzen Geräusche hört man nicht so. Das ist einfach so ein leichter, kleiner Kontrast und klitzekleines Detail, was nochmal zur Atmosphäre bei der Stelle beiträgt. So, Kiste fällt runter. Ich lasse den Wasserspiegel wieder so weit nach unten, wie ich ihn lassen kann. Und jetzt kann ich nämlich, ist die Tür rechts offen und ich kann das Wasser nutzen, um rüber zu schwimmen. So. Wenn ich alles richtig mache, haben wir gleich wieder einen kleinen Skip. Den übrigens lustigerweise eine Casual-Streamerin gefunden hat beim Casual-Durchspielen. Also wir haben immer die Leute, also Inside ist jetzt ein Spiel, das wird nicht so oft gestreamt auf den Streaming-Seiten. Das heißt, wir haben öfters mal Leute, die gucken, ah, wer streamt denn gerade Inside, findet man da irgendwas? Und manchmal gucken die Runner halt einfach random Leuten zu, um zu gucken, was die so machen und um neue Ideen zu kriegen. Und letztens tatsächlich wurde was entdeckt. Und die Entdeckung von dem Skip hat dann auch diese ganzen anderen Sachen ermöglicht, die ich euch schon gezeigt habe, mit dem nach vorne sich bewegen und dem Türskip in der Mine, den wir vorhin gemacht haben. Also es hat dazu geführt, es ist immer wieder faszinierend, wie quasi die Casual-Community, auch der Speedrunning-Community sozusagen helfen kann, ohne dass sie es merkt. Also wir haben auch der Crispy Nugget, glaube ich, heißt, die haben wir auch Credit gegeben, dass sie das gefunden hat. So, wenn ich jetzt hier hochgehe, mal gucken, ob es mir gelingt. Das war nicht gut. Nach oben. Ich muss den Fall nach unten abbrechen. Also. Na? Komm schon. Ich bin zu spät, weil man muss es auch so spät wie möglich machen. Ja, fast. Komm rein. Der hat nicht gereicht. Moment. Ich probiere es noch ein paar Mal. Ich glaube, ja nicht so lang. Also wie man sieht, es reicht eigentlich gerade so nicht, auf diesen Knopf zu kommen. Aber mit dem Trick wuchten sie sich wahrscheinlich dann weiter hoch. Genau, cool. Also man kann quasi. Könnte gut sein. Also man kann sich zweimal hochheben lassen, ja, sozusagen. Genau. Ah. Also wenn du diesen Drop, wenn du runterfällst von denen, dann kannst du quasi abbrechen, dadurch, dass du springen drückst. Wenn du so spät springen drückst, dass du trotzdem runterfällst, dann hast du anscheinend beim nächsten Mal, wenn sie dich aufheben, eine leicht höhere Position. Die ist gerade so leicht hoch genug, dass wir an den Knopf kommen. Also sehr cooler Skip.
Er spart ein bisschen Zeit. Ich habe ihn jetzt beim ersten Mal nicht geschafft, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man auch sieht, dass die Casual Community da was bereichert hat zum Speedrun. Sieht man immer, dass es eben nicht nur die Leute, die Glitchhunter sind, die das Spiel schon in- und auswendig kennen, weil wir haben auch irgendwann die Scheuklappen auf und sehen so Sachen nicht mehr. Ja, es gab zuletzt mal, also wo wir es gerade aufzeichnen, auch bei Spielen, die häufiger gerannt werden, wie Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation, auch bei einem Casual durchspielen, Let's Play quasi einen komplett neuen Skip, wo eine Speedrunner oder nee, jetzt Speedrunnerin, aber eine Streamerin hat das gespielt und wurde da durch eine Tür durchgeballert, weil sie irgendwie dann direkt in dem genauen Winkel davor stand. Auf einmal hat sie so eine mehrere Minuten Sequenz damit übersprungen und da sind die Speedrunner jetzt draufgestürzt. Ja. Geil, machen wir jetzt. Das ändert alles. Ich habe jetzt gerade eben so ein paar von den Freaks durch die Wand geglitscht, dass die mitkommen. Ich brauche nämlich nur 3, damit ich weiterkomme. Ein kleiner Trick, spart auch nicht allzu viel Zeit, aber finde ich, ist ganz cool. So. Wir nähern uns so langsam dem Endgame, merke ich gerade. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls ihr dieses Spiel vorhabt, Casual zu spielen und noch nicht gespielt haben solltet, ich weiß, ihr möchtet das Programm gerne zu Ende schauen, aber ich würde euch wirklich raten, pausiert das Video, spielt Inside durch, dauert Casual nicht lange, 5 Stunden maximal, und dann guckt euch den Run zu Ende, weil was jetzt kommt, ist einfach ein riesen, absolut großer Spoiler, anders kann man es nicht sagen. Und ich würde jeder und jedem raten, wenn ihr das Spiel noch Casual spielen wollt und es euch nicht egal ist und ihr ein bisschen noch was, einen Moment, wo ihr euch überrascht fühlt, haben wollt, dann vielleicht den Run jetzt mal kurz pausieren. Ja, lass den durchlaufen, mutet den Tab und mach ein anderes Fenster auf. Und dann guckt ihr nochmal das Video. Das ist uns besonders wichtig, dass ihr nicht ausmacht, sondern einfach nur laufen lasst und mutet. Genau, dieser Mann hat keine Ahnung, wie schwer es ist, Zuschauer zu versammeln. Watchtime! Sorry. Ich wollte euch jetzt keine Watchtime sammeln, aber es ist mir wichtig, dass es spielt. Ist natürlich ein guter Hinweis, ne? Aber wir können ja das Beste von beiden daraus holen. Ja, aus beiden Welten, genau. Ja. Absolut. Deswegen habe ich gesagt, pausieren und dann weitergucken. So. Nee, es ist tatsächlich eine relevante Auflösung hier jetzt, was das Ende so ein bisschen angeht, ne? Auch wenn es nicht viel erklärt. Aber allein das, ne? Ich weiß noch, im Trailer wurde die Szene gezeigt, ganz am Ende. Und man hatte direkt so Bock, so, okay, warum gucken die da alle? Was ist da? Mhm. Und das war, glaube ich, das Ende vom Trailer damals. Ja. So, ich habe jetzt auch wieder hier mich ein bisschen in den Vordergrund geglitscht. Und bin jetzt gerade so weit, dass ich hier diesen Rand greifen kann, um da drauf zu klettern. Und da ich jetzt die Kletteranimation machen kann, kann ich weiter nach vorne glitschen. Und eigentlich muss ich jetzt hier durch diesen ganzen Komplex durch noch ein paar Rätsel lösen, ein paar Sachen erledigen. Und mal gucken, wie viel es gibt. Das sehen wir gleich. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wie viel eigentlich noch kommt. Es ist auf jeden Fall der letzte Abschnitt, aber der kann natürlich dann noch mal ein bisschen länger werden. Ne? Und du, ich bin mal gespannt, wo du gleich landest. Du müsstest ja unten dann im Tank oder so landen direkt. Dann machen wir uns mal an. Ach, du glitscht dich ja auch gerade wieder so nach unten, ne? Mhm. Genau. Vielleicht so drumherum dann. Ja. Vielleicht dahin, wo dieses Fensterzwischenstück ist. Müsste eigentlich schon reichen. Jetzt, keiner kümmert sich. Darf ich kurz auf ihrer Glatze stehen? Da habe ich guten Grip drauf. Und man fragt sich aber auch direkt so, das sind ja normale Arbeiter. Es gibt also einen normalen Beruf in dieser Welt, der damit zu tun hat, all diese Grausamkeiten mehr oder weniger auszuüben. Also, vielleicht sehen die das ja gar nicht so. Aber aus unserer Perspektive sind es ja welche. Und es ist schon irgendwie, man will direkt wissen, wie funktioniert diese Welt. Es gibt immer solche Organisationen in solchen Stories, ne? Die dann, wo das Erschreckende ist, das Mondäne dabei, das sagt, ah, genau, der Alltag. Job ist. Ja, die Agentur für schreckliche Monster oder Human Resources. Cabin in the Woods. Ja, genau, sehr das. Empfehlen. Ja. Du willst gerade nicht so wie ich. Mal gucken, wie ich noch weiter nach vorne. Du musst genau auf diese Strebe in der Mitte dann rauf jetzt, ne? Genau. Mal weiter. Das ist eigentlich da, wo diese beiden Wissenschaftler voreinander stehen. Da muss ich quasi mich durchglitschen.
Ah. Okay, never happened before. Ich probier's mal von vorne. Spart halt wirklich wahnsinnig viel Zeit. Komisch, dass es nicht sofort geklappt hat. Din, 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 din. Okay. Ich glaube doch, dass das funktioniert. Ja, das wird schon funktionieren. Das habe ich gerade schön gesehen, dass du wieder zurückgelaufen bist. Ist er dann den eigentlichen Weg wieder gegangen? Mhm. Bist du fast wie so ein V gelaufen? Ja, quasi hat sich die Z-Position wieder geholt, die intendiert ist. Aber wenn ich hier runter droppe an dieser Ecke, springe ich ein bisschen nach vorne. Oh ja. Und das reicht gerade so, um hier hinzugehen. Wenn es dann reicht, genau, um dieses Manöver auszuführen. Weil sonst, wenn ich zu weit hinten bin, ist da quasi irgendwie eine Invisible Wall oder irgendwas und ich kann da nicht so diesen Move machen. Ah, hier sieht man ganz gut, wie du immer einen Pixel nach unten wanderst. Genau. Das Gute ist, du kannst durch den Wissenschaftler durch, aber du hebst trotzdem seinen Kittel ein bisschen an. Sieht das so aus, oder? Ach nee, das ist deine Hand, die da rauskommt. Ich glaube, genau, ist einfach nur geglitscht. Ah, ich dachte, vielleicht hat er irgendwie so eine andere Kollisionsabfrage, der Kittel, als der Charakter. Das war die Hand. Jetzt haben wir es doch geschafft. So, und zack, bin ich im Tank. Habe ich jetzt eigentlich einen Riesenabschnitt von vielen Puzzlen, die noch gekommen wären, übersprungen. Also, obwohl ich jetzt das hier nur Second Try geschafft habe. Und nackt. Nackt bist du auch noch. Zur Belohnung hast du keine Kleidung mehr an, ja. Genau. Ja, das ist wirklich der weirdeste Part. Das ist echt auch. Also, es ist einfach irre. So, und jetzt schlups. So, ich bin jetzt der Ball. Genau. Haben wir uns in den. Also, geändert. Es gibt eine gewisse Schwimmtechnik, die ein bisschen schneller ist. Schön ans Fenster. Das ist eigentlich das Allergeilste, weil die haben es auch alle so verdient. Ja, Mann. So, genau. Jetzt sind wir quasi im Endabschnitt des Spiels, wo wir nicht mehr den Juni, sondern einen mysteriösen Block steuern. Mit ganz vielen Köpfen, Armen und Beinen und macht lauter quälende Geräusche. Und die alle rennen von mir weg und irgendwie wissen nicht genau, was passiert. Wobei man annehmen dürfte, dass sowas eigentlich täglich passiert bei denen. Also wenn man sich den Kram anguckt, den die machen. Und die haben ja auch diese Schutzwände. Ne? Nicht ohne Grund. Ja. Aber scheinbar nicht gut getan. Ja. Sie sind nicht gut genug, sagen wir so. Wir hätten gerne neue Schutzwände. Der Installateur hat gesagt, das passt schon so. Der Installateur hat gesagt, das passt so. Hier war ein 12 Meter, 200 Kilo Blob. Ach, sie haben. Der Stuhl sie haben 200 Kilo, der ist aber nur bis 199 zertifiziert. Kilo, ja. Das ist dann ihre Schuld, da greift die Versicherung aber leider nicht. Eieieiei. Da kommen meine Freunde nochmal. Oh, jetzt helfen die auch noch, ist so nett. Und schicken mich da durch. Der Aufzug ist auch nur bis 100 Kilo zugelassen. Ja. Und da kommt man immer. Mhm. Eine sehr schöne Miniaturlandschaft. Ah, das ist so geil, ey. Das Ende ist einfach so mega spektakulär. Das ist echt geil. Ja. Und alles ja, Mann. Da ist alles kaputt. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man noch über die Menschen drüber rollt und die sich dann so, Teil meinst, so Critter-Style, ne? Ja. Dass sie dann noch mal genau. Muss auch in die, wo sie über den einen Typen rüberrollen, da das dampfende Skelett rumliegt. Das ist aber eine geile Szene. Critters 2. Ja. Hier gibt es tatsächlich einen Tag, wo man so quasi das Tragen ein bisschen optimiert. Mhm. Wir bewegen uns in die Cafeteria. So, da war bei Mindshulux Test bei Google aber nicht die Rede von.
Ist das Google, Microsoft oder Apple, was wir gerade sehen? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall der CEO, zumindest heißt er in den Gamefiles so. Nice! Und, wenigstens können wir eine Person zermanschen. Ja! Ja! Und seine eigene Kretze zerplatzt. Oh, und schön rot alles. Das ist aber schön. Und direkt abwaschen. Den Schmutz. Genau. Ja, jetzt hier diese Holzplanke mit. Gibt's auch eine gewisse Tragetechnik, die es ein bisschen schneller macht. Und hier unter den Knopf. Nehmen sie jetzt wieder nach rechts. Und die Hunde, aber die interessieren mich jetzt nicht mehr, weil die sind jetzt einfach so. Ich bin so fett und robust geworden. War zwar nicht ganz, was ich wollte, aber trotzdem geklappt. Wunderbar. Und wir gehen weiter. Jetzt kommen wir hierhin. Da ist ein Arbeiter im Hintergrund. Wieder auch. Ist da irgendwas gerade abgefallen? Ein paar Beine abgefallen, ja. Das ist so. Das ist so gemein. Hat wahnsinnig Angst vor uns. Will uns aber weghaben, deswegen gibt er jetzt hier den Keycode ein. So, jetzt weitergehen. Mach dich ganz dünn. Genau, durch die Tür. Apropos, mach dich ganz dünn. Mini-Falltür, aber. Bump. Hat trotzdem geklappt, das wird nicht besser. So, ihr müsst jetzt dieses Holzkistchen mitnehmen. Da sieht man irgendwie so schon ein flammbares Gas kommt da raus. Foreshadowing wieder. Kiste brauche ich jetzt, um da hoch und da durch. So brauche ich eigentlich gar nicht. Die Kiste nehme ich jetzt hier mit nach links, wo wir dann auch gleich. Einen Feuerofen sehen. Fun Fact, ich habe am Anfang echt gedacht, ich muss jetzt dahin und mich rein verbrennen. Und das wäre das Ende vom Spiel. Aber haben auch tatsächlich mehrere Leute gedacht. Aber man muss einfach nur die Kiste reinwerfen, wenn es mir gelänge. So, da ist sie. Wunderbar. Ach so, sie muss brennen. Ja, klar. Und jetzt musst du sie genau, drüber werfen, ne? So war das doch. Genau, weil die Sprinkler angegangen sind. Wir erinnern uns vorhin, ich habe was von entflammbarem Gas gesprochen. Das müssen wir uns jetzt zunutze machen. So. Ein kleiner Fun-Fact zu Inside und zum Speedrunning. Als das Spiel recht neu war, die Person, die es an speedrun.com submitted hat ins Leaderboard, das war der Runner Grand Pooh Bear. Den hört man öfter. Also der ist relativ bekannte Persönlichkeit im Speedrunning. Und irgendwie hat der aber gedacht, die Standard-Gerüche, also die ich jetzt zeige, Any Percent, die hat er einfach aus Spaß Ballsack Percent genannt. Da fragt man sich, was soll denn das? Naja. Passt zu seinem Humor ein bisschen, aber. Genau, und jetzt, um zu zeigen, warum er das so genannt hat, naja, ich glaube, die Lösung sieht man jetzt. Deine Trivia zum Game Inside. Muss dann sagen, wann oder grob Time ist, ne? Damit wir uns dann vorbereiten können. Aber das passt ja, weil in dem echten Hoden sind ja auch ganz viele Menschen. Ja, vor allem würde beim Koop-Multiplayer dann zwei sein und hängt da eine tiefer, oder? Wollte gerade sagen, es fehlt irgendwie, es ist einfach. Einer ist nicht genug. Das ist das Problem. Es ist wirklich, du bist aber auch. Bist so ein richtiger. Ein Agro-Klos, der sich da einfach durchkämpft. Alle wollen nur noch, dass du weg isst. Hier ist die Tür, bitte, einfach verschwinden sie. Wahrscheinlich passiert das wirklich regelmäßig. Scheiße, der Klos ist wieder los. Ob kann ich auch nicht mehr diese Kästen aktivieren, deswegen muss ich jetzt hier die Menschen bitten, das für mich zu tun. Mach das. Auch anscheinend alle das. Untertan. Was ich raus will. Hier ist auch sehr schön, da hilft das Spiel einem ganz subtil, dass der Knopf gedrückt wird. Ja, und hier weiß ich auch nicht, das sieht auch in der ersten Reise aus, als würden da wieder Kinder sitzen. Ist mir auch erst gestern aufgefallen. Also irgendwie anscheinend ist das vielleicht wirklich ein Showcase, was hier passiert. Keine Ahnung. Und die wollen mich jetzt hier locken mit diesen Dingens, aber jetzt falle ich runter. Ja, aber stimmt, da sieht man sie besser. So, und jetzt möchte ich aber nicht hier drin gefangen bleiben.
Hier nach draußen. Also Time ist recht bald. Also die neue Schwimmtechnik quasi genügt mir noch nicht so ganz. Ah doch, jetzt gerade so habe ich ein bisschen zu viel Speed sogar. Wunderbar. So, aus dem Wasser raus. So, gleich ist rechts eine Holzwand. Sobald ich durch die durchgebrochen bin, ist Time. Ich werde einmal dagegen stoßen, da geht sie nicht kaputt. Beim zweiten Mal geht sie in der Regel kaputt. Mhm. Du bist ja ziemlich genau an der Zeit, die uns hier auch genannt wurde als potenzielle Zeit. Ne? 1,20 ist auf jeden Fall nicht schlecht. Einmal und... Aufgepasst und Time. Oh, okay. Das ist sehr gut. Schön. Also mal ab in den Wald. Ab in den Wald. Schauen wir noch mal kurz. Schauen wir noch mal kurz, was passiert, sobald wir dann hier sind. Ist das, würde das als das beste Ende in Anführungsstrichen zählen, weil du da am weitesten kommst, oder? Das ist eine gute Frage eigentlich. Es gibt nur dieses Ende und ein Secret Ending. Ich weiß nicht, das andere in der in dieser Klappe, unten, ne? Ja. Wenn man im Maisfeld die Klappe aufmacht. Was genau wäre denn das Secret Ending? Kannst du es noch erklären? Also, ja, also wir haben das jetzt kaum gesehen über den Run hinweg, aber es gibt immer so Orbs, also so versteckte Container, die haben irgendwas und davon gibt es, oh, lass mich nach, ich glaube 13, 12, ich weiß gerade nicht auswendig wie viele, gibt es einige über das Spiel hinweg versteckelt. Wenn man die alle findet, dann kann man eben diesen geheimen Gang aufmachen. Dort ist dann ein Stecker, den man rausziehen kann. Und sobald der entfernt ist, hört das Spiel auf. Beziehungsweise der Junge hört auf, sich zu bewegen und reagiert nicht mehr. Da gibt es natürlich so Philosophien, weil man überlegt, ist der Junge vielleicht die ganze Zeit vom Blob schon gesteuert worden? Ist der Spieler derjenige, der den Jungen quasi telepathisch steuert? Und man zieht den Stecker und deswegen ist die Verbindung abgebrochen. Irgendwie sowas. Ist ein Roboter, man hat den Controller rausgezogen. Genau. Ja, ja, das ist super interessant, ja. Das sehen wir aber auch, also selbst wenn man es dann hier nochmal sieht, ne, ist auch schon ganz verdrängt, ach ja, das war ja das Ende. Sind wir wieder, also erstmal herzlichen Glückwunsch, wir können natürlich erstmal klassisch, das war sehr schön. Schön erklärt, schönes Spiel. Inklusive vieler Tricks und so weiter, aber auch das Spiel an sich, ich meine, du runst es ja schon auch eben länger und bist immer noch, wir merken die Begeisterung noch. Auf jeden Fall, ja, also sowohl Casual als auch Speedrunning finde ich das Spiel ganz toll. Ja, ich fand vor allen Dingen interessant, ja, dieses Glitchen, wo man wirklich lange denkt, okay, was genau passiert hier eigentlich, dass man überhaupt darauf kommt, das einfach knallhart weiter zu probieren, finde ich immer wieder faszinierend an der Speedrun-Community. Einfach der ist so ein bisschen auch wieder Junge, ne? Einfach dieser Ehrgeiz, einfach nicht aufhören, immer weiter. Ja. Wie ist denn das bei dir aktuell? Hast du das jetzt für den Showcase hier nochmal eingeübt oder runnst du das noch regelmäßig? Wie sieht's denn aus? Ja. Also Inside run ich gerade nicht aktiv, allerdings hatte ich schon vor, es mir wieder anzugucken, weil eben diese ganzen coolen Skips, die ich euch jetzt demonstriert habe, erst in den letzten Monaten so richtig alle aufkamen. Und das fand ich halt so spannend, da dachte ich, oh, das muss ich wieder lernen. Und ich dachte mir halt, ich würde hier auch gerne was zeigen, was vielleicht Leute kennen, weil ich habe sehr viele Spiele in meinem Repertoire, die keiner kennt. Und deswegen dachte ich, Inside, das kennt man noch und das ist auch cool, quasi hat man irgendwann mal gespielt, zu sehen, was da eigentlich alles geht. Mhm. Werde aber auf jeden Fall... habe ich vor, bei Inside demnächst mal meine PB zu verbessern. Die ist nämlich noch, ich bin glaube ich 36 da, das kann nicht angehen. Das kann ja nicht angehen. Wir warten mindestens unter der 35. Ja, gucken wir mal. Wir können gerne noch mal darauf hinweisen, außer 3, 2, 1, zack, bist du auch selbst bei Twitch unterwegs, können wir gerne noch mal einblenden hier. Hast du da regelmäßige Zeiten, wo du dann streamst? Habe ich leider tatsächlich nicht. Also das Beste, was man machen kann, ist die Glocke aktiviert lassen. Ich versuche jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu streamen. Meistens eher so am Wochenende abends, so Freitag, Samstag abends. Also jetzt mal. Ansonsten, ja, bin arbeitender Mensch und muss meine Freizeit irgendwie haushalten. Aber ich streame sehr gerne, wenn ich es tue. Und auch auf Englisch, also falls ihr vorbeikommt dann. Ja, checkt das auf jeden Fall aus. Also wie immer, mindestens den Follow sollte man hinterlassen. Ne? Ja. Dann bekommt man ja auch mit. Dann kriegt man den Alert noch mit. Wir werden von dir demnächst noch mal was anderes sehen. Wollen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber wir sagen dir schon mal Danke. Und an euch da draußen, wenn ihr gerne Feedback, Kommentar habt oder euch bewerben wollt, speedrandale@rocketbeans.tv. Und auch wenn sie ja aktuell nicht hier ist, könnt ihr euch natürlich direkt bei ihm auch melden unter bei Twitter unter @simiclove oder twitch.tv/simiclove101.
ihn jetzt fragen, was er gerade streamt, brauche ich nicht, weil er ist gerade nicht da. Und wenn, ist das immer Mega Man? Wahrscheinlich. Oder irgendwas mit Castlevania? Oder? Ja, ja. Ich weiß ja nicht. Mega Man, denkt ihr irgendeinen Buchstaben aus, dann stimmt's wahrscheinlich. Mega Man F. Ja, Mega Man, ja, press F for Respect. Packt das schon und denkt natürlich gerne auch an den Supporters Club und weitere Geschichten. Dann, wir sagen dir nochmal Danke und wir sagen euch da draußen Danke und sagen gemeinsam Tschüss, bis dann. Tschüss. Ja.